Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich ganz besonders, euch heute Arizona Sunshine 2 auf der PlayStation VR 2 zu zeigen. Mit Sicherheit einer der am meist erwarteten VR-Titel diesen Jahres. Am 7. Dezember ist es soweit. Da kommt der Titel raus für PlayStation VR 2, für Steam VR und aber auch für die Standalone-Geräte, sprich Meta Quest und auch für die Pico kommt das auch als Standalone-Variante raus. Den ersten Teil haben wir damals sehr, sehr gerne im Koop gespielt gehabt, auf der PlayStation VR 1 mit dem guten Aim-Controller. Und es gibt dieses Mal auch wieder, es gibt einen Kampagnenmodus, den ihr alleine im Solo-Modus spielen könnt, aber auch im Zweier-Koop-Modus. Sehr cool. Und dann gibt es auch wieder einen Horde-Modus mit bis zu 4 Spielern. Ich befinde mich jetzt hier im Hauptmenü und der erste grafische Eindruck ist gut, es ist natürlich ziemlich, neblig nicht, sondern ich denke mal, es ist halt ein Sandsturm. Also es ist sandig. Die Sicht ist eingeschränkt auf jeden Fall. Man kann nicht sehr weit gucken. Von daher kann ich nur das beurteilen, was ich jetzt hier erstmal hier so in der näheren Umgebung sehe. Das sieht erstmal soweit gut aus. Die Auflösung ist auf jeden Fall gut. Die Auflösung ist auf jeden Fall ziemlich gut. Vorne hier das Arizona Sunshine 2 Logo ist so ganz leicht am flimmern, ja doch, es flimmert. Und es ist aber trotzdem alles, es ist gut lesbar, die Auflösung ist echt gut. Ich kann die Schrift hier alles wunderbar schön scharf lesen, auch da hinten auf dem Straßenschild Speed Limit 35 kann man auch sehr schön lesen. Und da hinten flimmert auch nichts. Bei dem Motorrad da flimmern vielleicht so ein paar Kanten leicht, aber ansonsten auch da hinten, so die Palmen, das ist alles schön ruhig soweit. Das passt. Also das sieht sehr schön aus. So, eine Sache, die mich sehr interessiert hat, als ich gehört habe, dass sie auf eine Reprojection setzen von 60 auf 120 Frames, wie sehr das auffällt. Und es fällt auf. Also wenn ich jetzt hier so die Hand vor mir hin und her schwenke, sehe ich schon, dass die so ein bisschen nachzieht. Das ist halt immer der Nachteil an einer Zwischenbildberechnung hier auf der PlayStation und das mag ich eigentlich nicht. Bin da eigentlich kein Fan von und hatte gehofft, dass sie auf eine native Auflösung setzen von 90 Frames. Ja, aber es ist definitiv vorhanden. Wir können mal die Optionen uns Schritt für Schritt angucken. Interessiert euch vielleicht auch. Also wir fangen mal unten an. Netzwerk kannst du hier Region Europa einstellen. Und netzwerkübergreifend ist dann Crossplay. Es bietet nämlich im Gegensatz zum ersten Spiel Crossplay über alle Plattformen hinweg. Also ihr könnt mit allen Leuten zusammen spielen. So, das sind die Lautstärke-Optionen. Du kannst hier alles einzeln in der Lautstärke anpassen. Auch sehr schön. Sprache Deutsch. Ich hoffe mal, es ist auch hier eine deutsche Sprachausgabe. Ich habe noch nichts gehört. Schauen wir gleich mal. Untertitel habe ich auch erstmal noch an. Barrierefreiheit. Komfort, Vignettenradius. Okay, also du kannst auch eine Vignette reinmachen. Waffengewicht ist erstmal an, alles soweit. Also noch ein paar Komfortoptionen. Kontrollschema, Gleiten und Teleport gibt es. Ich habe das auf Gleiten und Bewegungsmodus ist verblassen, schnelle Bewegung, sofort. Genau. Gleitender Beschuss. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Orientierungsmodus Kopf. Rotationsmodus kontinuierlich. Du kannst auch Snapturn machen. Oder verblassen, dann blendet er das so aus. Ich mache auf kontinuierlich und die Geschwindigkeit habe ich auf 210. Es wird euch jetzt im Stream nicht auffallen, aber mir fällt es auf, dass das Bild dann halt so ein bisschen nachzieht und so unscharf wird. Gerade so auch so bei der Schrift hier. Die Schrift ist dann wirklich nur noch sehr schwer lesbar. Wird deutlich unscharf, weil das einfach dann so, ja, so doppelt aussieht. Gefällt mir nicht. Ich bin echt kein Fan von Reprojection. Nachdem in letzter Zeit immer mehr Spiele rauskamen, die darauf verzichtet haben. Und da sah es wirklich astrein aus. So, ansonsten gehe ich jetzt hier auf die Kampagne und auf Einzelspieler. Neues Spiel. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. 4. 5. Resident Evils heißt das Kapitel. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, TÜV, TÜV, Arsch, was? 13, hoppla. 14, Immersion in die Kanalisation. Nur auf Durchreise. Also es sind eine ganze Menge Kapitel hier, hallo. B,
Böser Hund, streitbereinigt. Beste Freunde für immer. Okay, 19 Kapitel. Also, das ist doch schon mal auf jeden Fall. Klingt das sehr ordentlich. Schwierigkeitsgrad lasse ich mal auf Mittel und drücke auf Start. I really tied one on last night. Okay, also wir haben keine deutsche Sprachausgabe. Ich hatte ja echt gehofft, dass wir eine deutsche Sprachausgabe kriegen. Vielleicht ja sogar den Sprecher vom ersten Teil. Der war ja irgendwie schon so schlecht, dass er sich mittlerweile zu so einem Kult entwickelt hat. Aber anscheinend diesmal keine deutsche Sprachausgabe. Put a cigarette out in that one. Oh. Oh, it smells like hot burps in here. I need some air. So, jetzt kann man hier drin auch mal ein bisschen was sehen. Hier scheint schön das Licht da durch das Fenster rein. Das sieht cool aus. Sieht man noch so ein paar Luftpartikel hier. Gefällt mir. So, und sonst kann man hier jeden Kram aufmachen. Oh, sure. Just in the fridge. I guess that made sense after 50 beers. Okay, Tür ist offen. Und jetzt gehen wir das erste Mal raus. Fancy seeing you here. Oh, ist runtergefallen. So, jetzt sind wir das erste Mal draußen an der frischen Luft hier. Hey, der Himmel sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Das sieht echt cool aus. Das gefällt mir. Okay, das hier natürlich, die Weitsicht, die du eben davor in der Anfangsszene nicht hattest. Sieht cool aus. Sieht cool aus. Also so ein paar Objekte, wie so die Büsche, sind teilweise so ein bisschen am Flimmern. Aber ansonsten ist das Bild schön ruhig. Auflösung ist gut. Und sieht hier alles soweit echt ganz gut aus. What's the worst that could happen? Okay, die Wurst ist schön animiert. Zum Heilen. Zum Mund bewegen. Geht das? Guck mal, ich kann sogar das Fleisch wenden. Das ist cool. Gefällt mir. So, dann haben wir hier eine Knarre. Oh, shit. Also man muss sich auch nicht bücken. Man muss nur dahin zeigen, dann kommt es im Kreis. Ich drücke die Grip-Taste und dann switcht das so nach oben. So, ich schiebe das Magazin rein, ziehe den Schlitten nach. Muss ich eigentlich die Grip-Taste gedrückt halten? Ja, muss ich, sonst geht die Waffe ins Inventar. Kann man bestimmt auch noch umschalten. So, ja, Waffe. Sieht gut aus. Die auch schöne Reflexion noch so drauf. So. Ich schieße alle Ziele. Versuche mal durch Kim und Korn. Klappt gut. Oh, ich muss nachladen. Läuft deine Zeit ab? War jetzt mit Sicherheit keine Bestzeit. Hä? Oh. You know, Fred, last night. I finally worked up the courage to try and drink myself out of here. Permanently. But it didn't work. I still woke up. Still stuck with you. I got a gun. So, mit beiden Händen zählen. Maybe it's time I tried klappt the auch sehr approach, gut. Huh? Oh, sure, Fred. Walk away. Oh, Hubschrauber. Holy shit. Hey! Oh. Hey! Over here! Hey! Down here! Hey! Freddy! Fuck! Oh! I gotta get over there! I gotta get over there! Okay, das finde ich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Du musst. Ich stoße jetzt hier im Prinzip schon mit dem Controller so an meine andere Hand ran. Und
Und ich muss das Magazin aber noch ein Stückchen weiter reinschieben. Das heißt, ich muss dann so ein bisschen gucken, dass ich das so dann vorbeischiebe an meiner Hand. Also da wird man, glaube ich, die erste Zeit, bis man sich dran gewöhnt hat, erstmal oft irgendwie die Controller aneinander hauen. Oh, was war denn das? Oh, guck mal. Das ist aber auch nicht so schön hier. Guck mal, wie doll das jetzt hier reinploppt. Wie er da den Detailgrad umschaltet, ne? Guck mal, jetzt. Jetzt gehe ich ein Stückchen dichter ran. Und jetzt ist es so. Zack. Autsch. Sieht nicht so gut aus. So eine fetten Flopper. Okay. Ah, war klar gewesen. Schöner Kopfschuss. Oh scheiße, ich dachte, war auch ein Kopfschuss. Ey, ich dachte... Treffer eigentlich. Treffer aber auch wenig. Ja, so sieht ein Kopfschuss aus. Klappt sehr gut. Was? Achso, ziehen. Taschenlampe habe ich hier in meiner Brust. Die geht automatisch an. Magazine ohne Ende. Also ohne Ende nicht, aber einige. Was haben wir hier? USB-Stick. Celebrity Feedpicks. Versuch mal einfach an denen vorbeizulaufen. Oh. Okay, steig jetzt mal da hoch, würde ich sagen. Your new best friend's on his way. That's me. I'm almost there. Hold on. Targets from here? Klettern. Just watch me. Okay, warum kann ich hier nicht dichter an die Kiste ran, frage ich mich. Everybody be cool down there. Guck mal hier, ich komme nicht dichter ran. Ich muss da meinen Arm dann immer so krass ausstrecken. Fällt mir nicht so hundertprozentig. So, jetzt muss ich hier rüberklettern. Oho. Ohohoho. Macheta. Oha. 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 No, Freddy. Oh scheiße. You fucking asshole. Don't. No. Fuck. Oh oh, der ist tot. Sorry, Fred. Couldn't resist. Okay, das ist auch komisch. Guck mal, ich hab auf einmal wie so einen Gummiarm. Guck mal, der Arm ist auf einmal so weit weg. Warum? Komisch. Fühlt sich sehr komisch an. Oh, es geht kaputt. Warum ist das so komisch? Also wie das Blut spritzt, ist schon mal cool. Ja, also er ist auf jeden Fall tot. Oh. Hey, little man. Wow, I didn't know you were back there. Hey. I won't bite if you don't. Komm mal her. Ja, fein. Nice to meet you, little guy. Wanna be friends? Okay, what can I tempt you out with? Hey, das ist cool. Hm? You wanna play fetch? Mit dem Ball? Ja. Go get it. Ja, Trophäe.
Komm her. Nice work, buddy. Genau, also das ist nämlich jetzt neu hier im zweiten Teil. Man hat also, auch wenn man alleine spielt, ich weiß gar nicht, ob der Hund auch dabei ist, wenn man zu zweit spielt, aber wenn man alleine spielt, hat man hier diesen Hund bei sich. Und der hilft einem hier auf jeden Fall. Fliegen. Also der ist wirklich sehr cool gemacht hier, auch von der Animation und so, wie man hier das Fell streicheln kann und so, das ist schon echt cool gemacht. Oh Gott! Fass! Ja! Yeah. Sehr gut gemacht! Oh, das Auto ist runtergekracht. Oh oh, scheiße, da kommen welche. Buddy? Scheiße. Befehl geben? Was? Was muss ich drücken? Kreis. Ah. Haha, okay. Ah, guck mal, ich kann ihm jetzt sagen... dahin. Und ich kann ihm sagen, hier. Fass! Oh, Buddy. Brauch Hilfe. Ups. Ist gut, Buddy. Sie ist tot. Okay, Buddy? Buddy. Fass. Him, Buddy. Ja. Gib's ihm. Genau. Ha. Oh. Okay, also das ist wirklich ein bisschen komisch beim Nahkampf, dass dann die Hand da so drin stecken bleibt und dann wie an so einem Gummiseil auf einmal so weit weg ist. Das ist echt total komisch. Oh. Und warum habe ich hier... überhaupt hier diese Linie zwischen meinen Händen. So, das kann ich da verstauen. Okay. Ja, trotzdem komisch. Kaputt. Ist gut, mein Junge, ist gut. Was ist denn? Oh Gott! Mann! Schreck mich doch nicht so! Der hat sich denn versteckt gehabt? Da ist der Schlüssel. Können wir da hin, Buddy? Soll ich irgendwo rüberspringen oder so? Can you fetch it? Ah, da unten durch. You know, Buddy? I think this is the beginning of a beautiful friendship. There's a good boy. Ja, fein. Various tumors, extreme penis reduction, occasional tiredness. Come on, buddy. Let's go find patient zero. So, und schon befinde ich mich, glaube ich, hier im nächsten Level. Oder im nächsten Abschnitt oder so. Die Kontaminationsdusche. Okay. This way to the gas station. Let's find patient zero. Oha. Guck mal, jetzt habe ich sogar mehrere Munitionstypen. Taschenrechner.
jetzt auch mal wichtig. Hä? Warte mal. Ich kann ihm auch Pistolen geben. Hier, nimm mal die Knarre, Buddy. Okay, also Buddy kann für mich auch Knarren mitnehmen. Ein Stück Salami-Pizza. Sieht aber gut aus. Ja. Los. Oh. Flugzeug. Hey, ziemlich geil. Bark twice if you know how to fly a 737. Proactive little guy. Oh, cool. How's the view up there? Shit. Das sieht cool aus. That's a whole lot of friends. Oh, aber auch viele Gegner. Ach, herrje. There's an opening in that building across the runway. I bet we can get in up there. Ah, okay. How are we gonna get these stairs all the way over there? Okay, Leute. Ich glaube, bevor ich jetzt diese Stelle hier in Angriff nehme, reicht es erstmal für einen ersten Eindruck. Bevor ich mich dann jetzt hier mit Buddy weiter durch das Feld hier kämpfe bis zum Flughafen und bevor wir dann auch in den Koop-Modus reingucken. Also ich glaube, spielerisch ist das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Also ich glaube, das macht sehr viel Spaß, sowohl im Singleplayer als dann bestimmt auch später im Koop oder auch im Horde-Modus. Sehr gut. Grafik ist wirklich ziemlich gut. Was mir wirklich nicht gefällt, ist die Zwischenbildberechnung, die Reprojection, die gefällt mir einfach nicht. Tut mir leid, nee. Ich möchte gerne 90 Hertz nativen Modus haben oder natürlich auch gerne 120 nativ, aber das ist wahrscheinlich eher schwierig. Fällt mir wirklich negativ auf, diese Reprojection. Ich möchte die eigentlich nicht mehr haben in irgendwelchen Spielen. Aber trotzdem ist es insgesamt grafisch sehr, sehr gutes Spiel. Also ein deutlicher Sprung vom ersten Teil, definitiv. Also das ist schon echt cool. Die ganze Sache mit dem Hund hier, mit dem Buddy hier, das finde ich auch sehr cool. Der ist auch toll gemacht. Gerade finde ich, dass es keine deutsche Sprachausgabe diesmal hat. Auch wenn der Sprecher mega schlecht war im ersten Teil, war er trotzdem irgendwie deswegen auch gerade kultig. Hier muss man sich dann auf die deutschen Untertitel verlassen. Humor kommt natürlich in dem Spiel hier auch nicht zu kurz. Also das wird hier noch einige lustige Szenen auch, glaube ich, geben in dem Spiel. Und ja, gerade im Koop, glaube ich, hat man hier eine Menge Spaß. Ich bin mal gespannt, ob dann der Hund auch mit dabei ist, wenn man im Koop spielt. Oder ob dann vielleicht sogar jeder einen Hund dabei hat oder so. Ich keine Ahnung, das schauen wir uns auf jeden Fall auch noch an. So viel erstmal jetzt hier zum ersten Eindruck und zum Singleplayer. Eindruck. Also, das soll es gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Arizona Sunshine 2 haltet und ob ihr euch drauf freut. Wie gesagt, am 7. erscheint das Spiel für alle Plattformen und ich glaube, das wird ein Heidenspaß. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.